Alles wird gut. Scheint es dir heute auch schwer, drum hab nur Mut. Sei froh und wein nicht mehr, in meinen Armen wirst du all dein Leid vergessen. Glaub nur ganz fest daran, alles wird Was würden Sie tun, wenn man Ihre Musik einfach verbietet? Wenn man Ihre Kultur als entartet brandmarkt? Und was würden Sie tun, wenn man Sie wegen Ihres Lebensstils ausgrenzt, verfolgt, kriminalisiert? Was würden Sie dann tun? In Brüssel gastiert Bill Haley und Tausende von Halbwüchsigen geraten außer Rand und Band. Die Älteren sehen's mit Schrecken. Diese Rhythmusextasen scheinen ein einzigartiges neues Massenphänomen zu sein. In Südafrika tun Eingeborene dasselbe. Sie lassen sich durch aufpeitschende Rhythmen in Trance versetzen. Seit Anfang benutzen die Menschen den Rhythmus wie ein Rauschgift. Nein, es gibt nichts Neues unter unserer Sonne. Alles ist schon da gewesen und nach einer Weile wieder verschwunden. Allerdings, eins ist klar, es ist noch gar nicht so besonders lange her, dass wir den Urwald verlassen haben. Ich sollte besser von vorne beginnen. Bei jenen Zeiten, da die Soldaten mit ihren schnellen Panzerverbänden das Leben und die Freiheit von der Landkarte Europas radierten und wir vielleicht gerade darum so klar und deutlich erkannten, was an Sinn und Bedeutung, Geschmack und Aroma, Freude, Fluch und Segen in jener zauberischen Wirklichkeit steckte, die wir Jazz nannten. Wer nicht mitmarschieren wollte, der musste aus der Reihe tanzen. Und wer aus der Reihe tanzte, dem wurde der Marsch geblasen. Die arischen Herrenmenschen, die 1933 an die Macht kamen und 5 Jahre später unter nicht unwesentlicher Mitwirkung der Bevölkerung Österreich zur Ostmark machten, duldeten nur eines, den Gleichschritt. Der Jazzbegeisterung vieler junger Menschen tat das zunächst keinen Abbruch. Viele Jugendliche wollten ihrer Musik und ihrer Kultur trotz heftiger Repressalien nicht abschwören. In Frankreich nannten sie sich Zazus und in Tschechien Potapki. In Deutschland wurden sie als Swings bekannt und in Österreich als Schlurfs. Was diese Dissidenten-Jugendlichen verband, das war der Abscheu vor all jenen Idealen, die der Nationalsozialismus predigte. Es war die Verachtung für jede Art von Drill, Zwang und Kadavergehorsam. Sie widersetzten sich den Absichten des Regimes, das aus ihnen eine willfährige Mischung aus Leder, Wiesel und Kruppstahl zu formen gedachte.
Der Begriff Schlurf ist wahrscheinlich mit dem wienerischen Ausdruck für einen kleinen Gauner oder Betrüger, dem Schlürferl, verwandt. Auch der schlurfende Gang des Müßiggängers findet sich darin wieder, alles in allem also keine sonderlich positive Charakteristik, wie ein Blick in die Lexika beweist. Schlurf, nachlässig gekleideter, langhaariger Jugendlicher, Gammler, Müßiggänger, verkommener junger Mann, Zuhälter. Die Nazis haben den Hass auf den Swing kultiviert. Erfunden haben sie ihn nicht. Bereits 1927 wurde der Jazz in einer Musikenzyklopädie als Inbegriff der Un- und Antikultur gebrandmarkt. Und der Autor einer deutschen Akademikerzeitschrift schrieb über diese ekelerregende Negermusik: Die Seele, die hier Ausdruck sucht, ist entartet. In einer Broschüre mit dem bezeichnenden Titel Kulturbolschewismus wetterten evangelische Kirchenväter nicht nur gegen den Pazifismus und den Kult der Erotik, sondern auch gegen die gottlosen Schallplatten. Zitat: Es ist der Rummel des Vergnügens, ist die Raffiniertheit der Lusttechnik. An die Stelle edlerer Musik tritt die aufpeitschende Jazzkapelle. Kultur, entartet, Kulturbolschewismus. Begriffe wie diese hatten den Boden bereitet. Dankbar übernahmen die Nazis solche Worte und ließen alsbald Taten folgen. Für das NS-Regime war der Swing artfremde Niggermusik, ein Produkt des Weltjudentums und unkünstlerische Unterleibsmusik. Der berühmte Komponist Richard Strauss, Günstling der braunen Bonzen und erster Präsident der Reichsmusikkammer, bezeichnete den Jazz gar als Musik der Kannibalen. Ein Klischee, das auch in den Propagandafilmen der Nazis reichlich ausgeschlachtet wurde. Dem Gesetz der Rhythmen können wir Menschen uns nicht entziehen. Jede Militärkapelle zwingt uns, wir wollen oder nicht, im gleichen Schritt mitzumarschieren. Es kostet uns Mühe, gegen den Rhythmus der Musik anzugehen. Früher als die Melodie lernen wir den Rhythmus der Musik erkennen, soweit man allerdings hier von Musik reden kann. Aber das gibt's Gott sei Dank nur im tiefsten Afrika oder in USA. Schwamm drüber. Kehren wir wieder zu uns zurück. Wer den Swing in sich trägt, ob er im Saal steht oder auf der Bühne, kann nie mehr im Gleichschritt marschieren. Dieser Mann hat buchstäblich um sein Leben gespielt. Coco Schumann war Mitglied bei den Ghetto-Swingers in Theresienstadt. Er hat das Vernichtungslager Auschwitz überlebt und wurde in Dachau befreit. Wenn ich nicht 2 Meter groß wäre, blond und germanisch, meinte der Musiker einmal in der ihm eigenen Ironie, dann hätte ich das alles nicht durchgestanden. Für die Unvereinbarkeit von Swing und Gleichschritt hat der Berliner eine verblüffend einfache Erklärung. Der Swing ist der Schwerpunkt auf 2 und 4, nicht, wie man sieht. Und der Marsch ist auch 4/4-Takt, aber der Schwerpunkt auf 1 und 3. Und wenn der auf 2 und 4 ist, da kann man nicht mehr nachmarschieren. In den 20er und 30er Jahren war Berlin das Zentrum des nächtlichen Vergnügens. Und gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele hatte das Regime großes Interesse daran, die Hauptstadt als weltoffene Metropole zu präsentieren. Coco Schumann nützte die Gunst der Stunde, spielte sich quer durch die Jazzclubs und verdrängte die drohende Gefahr, auch als ihm bei einem Auftritt ein Nazischerge gegenüberstand, der das Lokal kontrollierte. Mein Versteck war die Flucht nach vorne. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, bin auf den Dorf zugegangen und habe gesagt, jetzt müssen Sie mich eigentlich verhaften. Sagt er, warum? Ich sage, ich bin minderjährig, ich bin Jude. Ich spiele Swing. Der ganze Laden hat gelacht. Er auch.
keiner ja ahnt, dass das stimmt. Das Geschäft, in dem der Musiker schon damals seine geliebten Budapester Schuhe gekauft hat, existiert heute noch. Dieses Schuhwerk, obwohl schon damals nicht billig, war, wegen der besonders hohen Absätze, einfach Pflicht für den echten Swing. Das Delphi, heute ein Kino, gehört zu den wenigen einst prachtvollen Tanzpalästen, die noch stehen. Hier hatte Coco Schumann schon als Bub verzückt den Tanzkapellen gelauscht, bevor er selbst zur Gitarre griff. Anregungen holte er sich aber auch beim verbotenen Hören ausländischer Radioprogramme. BBC London sendete doch Propagandasendungen. Und vorher immer da, also Beethovens Fünfte, als Pausenzeichen, ja. Und dann, wir waren ja vorhin im Delphi und da spielte dann eine holländische Band, Ernst van Toffies, die. Und deren Erkennungsmelodie war, alles wird gut, wenn wir uns wiedersehen, alles wird gut. Typisch, und das haben die bis zum Schluss nicht mitgekriegt. Und wenn sich also zwei von den Swing Heinis, wie die genannt wurden, damals getroffen haben und man wusste nicht. Und einer hat gesagt, alles wird gut. Und dann hat der andere hier an seinen Knopf gedreht vom Sakko und dann wusste man, aha. Die kleine Pantomime bedeutete nämlich Feindsender hören. Und dass solches ziemlich gefährlich werden kann, das musste auch der Wiener Jazzfan Günther Schifter lernen. Der Mann, der später als Radiomoderator zur Legende werden sollte, war bereits mit 5 Jahren vom Swing-Virus befallen worden. Von seinem Englischlehrer, einem fanatischen Nazi, denunziert, musste sich der Gymnasiast dem Gestapo-Hauptquartier melden, was damals noch relativ harmlose Folgen hatte. Resultat war, dass ich das Radio, mit dem ich England gehört habe, abliefern musste. Und das habe ich dann auch getan und habe das Radio natürlich so oft am Boden fallen lassen, dass mit Sicherheit die Röhren hin waren. Auch nach dieser ersten Warnung blieb der leidenschaftliche Sammler von allem, was mit angloamerikanischer Unterhaltungskultur zu tun hat, seiner Haltung treu. Als Jazzfan konnte man einfach nur Gegner der Nazis sein. Und um das auch augenfällig zu machen, orientierte sich der Herr über tausende Shellacks damals am Dresscode der deutschen Swings. Ich bin zum Beispiel mit einem Homburg herumgegangen, mit einem Schwarzen und einem Schirm, auch im Sommer. Nicht, auch um Opposition zu üben, nicht um zu sehen, der ist da nicht dafür, nicht, der geht mit einem Regenschirm. Für Schifter und seine Freunde, unter ihnen der spätere Kabarettstar Helmut Qualtinger, wurden die Wiener Jazzlokale zur zweiten Heimat. Im Apollo, in der Steffeldiele und in manch anderem Club sorgten, allen Verboten zum Trotz, österreichische und ausländische Swingmusiker für Jazz von internationalem Niveau. Josef Landgraf kam über Umwege zum Jazz. Als Kind faszinierten ihn die Märsche jener Blaskapellen, die im elterlichen Wirtshaus probten. Doch bald wandte er sich dem Swing zu und musste erkennen, dass schon die Wahl des Musikinstruments zu Problemen führen kann. Das war natürlich auch wieder verpönt, wenn ich bei unserem Musiklehrer in der Schule, also ich war dann später auch schon im Gymnasium, da habe ich lieber davon gesprochen, dass ich Klarinette lerne, weil das Saxophon, das wollte keiner recht. Das hat man nicht als vollwertiges Instrument betrachtet. Die Haltung der Nazis zum Jazz, dieser als hysterisches Bläsergejaule gebrandmarkten Musik, barg ungeahnte Absurditäten. Besonders das Saxophon galt als höchst verdächtig. Und so fragten besorgte Musiker bereits 1933 nach der Machtergreifung, ob es überhaupt noch ratsam erscheint, sich neue Instrumente zuzulegen. Dies wiederum rief prompt die Instrumentenhersteller und Musikalienhändler auf den Plan, die, alarmiert durch drohenden Geschäftsentgang, untertänigst bei den neuen Herren vorsprachen. Und nur kurze Zeit später konnte das erstaunte Publikum im Fachblatt Der Artist eine vom Wirtschaftsministerium lancierte Erklärung lesen. Es gehe nicht an, hieß es da, dass deutsche Wertarbeit durch Vorurteile beeinträchtigt werde.
worauf ausgerechnet die Luftwaffe das verpönte Saxophon in die Standardausrüstung ihrer Kapellen aufnahm. Dieses Instrument wurde erklärt, entspräche einem neuen Typus der Fliegermusik und sei somit ein Element des Fortschritts. So sahen das wohl auch die Jazzfans. Nur verstanden sie unter Fortschritt etwas völlig anderes. Der Swing, wie wohl von den Nazis bekämpft und verteufelt, war nicht auszurotten. So verkaufte sich etwa der Song Goody Goody, 1936 vom Jugendidol Teddy Staufer eingespielt, in nur 4 Jahren 4 Millionen Mal. Und noch 1939 konnte eine deutsche Big Band für ein deutsches Label ganz und gar undeutsche Nummern wie den St. Louis Blues einspielen. Dennoch war Vorsicht geboten. Uniformierte Streifen und Schergen in Zivil fahndeten in einschlägigen Lokalen nach verbotenen Klängen, nach verjudeter und negerischer Musik, freilich ohne genau zu wissen, woran die zu erkennen sei. Englische und amerikanische Nummern waren jedenfalls suspekt, weshalb die Musiker kurzerhand die Titel aus ihren Notenblättern schnitten. Und so mutierten Jazz-Klassiker zu urdeutscher Tanzmusik. Aus Sweet Georgia Brown wurde Hallo Benny, der Flatfoot Fluji hieß nunmehr Die Milchfrau hat heute keine Semmeln mehr, der St. Louis Blues wurde als Lied vom traurigen Ludwig aufgeführt. Und wenn der Bandleader ein Stück namens Tabaktrafik ankündigte, wussten die Eingeweihten, was damit gemeint war. Der Tiger Rag. Einer der bekanntesten Interpreten des Tiger Rag war Louis Armstrong, alias Satchmo. Er erhielt in Berlin bereits 1932, ein Jahr vor dem Umsturz, Auftrittsverbot. Und auch sein populärer Kollege Benny Goodman verfiel bald der treu deutschen Feme. Als Rattenfänger von New York wurde der Meisterklarinettist jüdischer Herkunft von der Nazi-Presse bezeichnet, der die Jugend mit seinen Verbrecherhänden betört und verführt. Der paranoide Wahn machte nicht einmal vor den Toren der Opernhäuser Halt. Als der österreichische Komponist Ernst Krenek Ende der 20er Jahre einen saxophonspielenden Farbigen zum Titelhelden einer Oper machte, brachte ihm das einerseits einen Triumphzug durch die führenden Musiktheater Europas ein und andererseits den unversöhnlichen Hass der Nazis, die das umstrittene Werk Johnny spielt auf zum Inbegriff entarteter Musik erkoren. Jazz war seit seiner Entstehung eine Musik des Protests, des Aufbegehrens gegen rassische, soziale und geistige Diskriminierung. Nicht das gleichgeschaltete Kollektiv steht im Vordergrund, sondern der Individualismus des einzelnen Musikers. Das Grundelement der Improvisation ermöglicht vitale Spontaneität und unerwartete Wendungen. All diese Auswüchse von Freiheit und Selbstbestimmung waren den Faschisten naturgemäß ein Dorn im Auge.
Der Tiger Rag war die absolute Lieblingsnummer der Wiener Schlurfs. Auch Karl Vostel war davon sehr angetan. Der Mann, der sich damals Charlie nannte, hat stets versucht, einen möglichst großen Abstand zwischen sich und die Nazis zu bringen. HJ-Abende hat er freiwillig nie besucht, dafür aber Jazzkonzerte. Und auch sein Outfit sollte klarstellen, auf wessen Seite der Mittelschüler stand. Mein Vater war alles andere als ein Nazi, also genau das Gegenteil. Und mich hat also sehr gestört, ist nicht der richtige Ausdruck, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die damalige Mode der Hitlerjugend, Mode unter Anführungszeichen, ganz kurz geschnittene Haare, die Reindl-Frisur, also Reindl aufgesetzt und rundherum alles weg, das war mir immer zuwider und ich bin eben aus der Reihe getanzt und habe meine Haare länger getragen. Als Schlurf wurde Vostel vom Direktor seiner Schule beschimpft, einem überzeugten Nazi, der bereits vor 1938 illegales Parteimitglied gewesen war. Er hat mich vor allem bezeichnet als asoziales Element. Es stand sogar in der Beschreibung, in dem Jahreszeugnis, asoziales Verhalten. Worin das bestand, weiß ich nicht. Eben darin, dass ich mich äußerlich von der damaligen anderen meisten Jugendlichen unterschieden habe. Eine kleine Bemerkung, die Vostels Vater über Sinn und Unsinn der Rüstungsproduktion fallen ließ, brachte ihm ein dreitägiges Verhör bei der Gestapo ein, was auch den Sohn darin bestärkte, eher auf Satchmos Trompete zu hören als auf die Phrasen der Nazis. Einmal allerdings musste er zur HJ. Da gab es einmal 2 Stunden so Art Anschauungsunterricht über die Erfolge der deutschen Wehrmacht und so weiter, und etwa so 8:30, 9 Uhr abends mussten wir dann ausrücken und sind dann durch die umliegenden Straßen gezogen und mussten Lieder singen. Also ich habe ja den Text sowieso nicht gekannt, habe halt nur den Mund so bewegt, wie wenn. Und desto lauter, desto besser. Die Leute, die dort gewohnt haben, die haben zum Teil beim Fenster rausgeschaut im Sommer und haben dann das Fenster zum Teil wieder zugemacht. Wahrscheinlich hat es ihnen auch nicht so besonders gut gefallen. Gymnasiasten, also Kinder aus bürgerlichem Umfeld, waren bei den Schlurfs eher die Ausnahme. Vor allem Arbeiter und Lehrlinge entzogen sich zunehmend den Zwängen des Systems und entwickelten eine eigenständige Subkultur, die sich, vor allem in Mode und Haartracht, als Gegenentwurf zum martialischen Auftreten von HJ und BDM verstand. Was die betuchteren Swings um teures Geld im Modesalon erstehen konnten, mussten sich die proletarischen Schlurfe mit viel Improvisationstalent selbst zusammenbasteln. Das typische, von den Nazis als anglophil verteufelte Outfit. Der Schlurf beginnt am Boden, aber eher erst später, weil zwischen sich und den Asphalt bringt er zunächst einmal eine auffallend dicke Sohle. Darüber wölben sich weit ausgeschlagene Hosenbeine, die in späteren Jahrzehnten unter den Titeln Glockenhose oder Schlaghose Karriere machten. Das Sakko möglichst lang, möglichst auffallend und möglichst kariert. Den Kopf ziert die typische Schlurffrisur, also Backeln, Schwalbenschwanz, Lahmwöhn. Und über all dem ein möglichst schicker Hut. Und besonders wichtig, allerweil ein Cheek in der Pappen, vulgo. Stets eine Zigarette im Angesicht. Aber nicht nur für österreichische und deutsche Jugendliche waren Mode und Musik deutliche Zeichen des Protests gegen das herrschende Regime. Auch in Frankreich rebellierten die Anpassungsunwilligen auf ihre Art und Weise. Bei den Zazus handelt es sich um Jazzfans in provokanter Aufmachung, die entschieden ein völliges Desinteresse an jeglichem Wettbewerb zur Schau tragen und den Hang haben, alles Offizielle zu verspotten. Es sind dekadente Jugendliche, die offen sowohl die deutschen Autoritäten als auch das Vichy-Regime herausfordern. So die regierungsoffizielle Definition der französischen Swing-Jugendlichen, die sich inspiriert von einem Song Cat Calloways, Zazus, nannten.
Die aus bürgerlichen Familien stammenden und älteren Sasus trafen sich heimlich zumeist in den Terrassencafés der Champs-Élysées. Sie gaben sich elegant und intellektuell. Sie lehnten den Krieg ab und die Deutschen und wollten sich nicht dazu herablassen, mit denen, die Gewalt gewählt hatten, in einen Dialog zu treten. Als Stoffe offiziell rationiert wurden, nähten sich die Jugendlichen verschwenderisch viele Taschen auf die weiten Sakkos. Und weil ein Dekret von 1942 die Friseure dazu anhielt, alle Haare zu sammeln, zur Fertigung von Pantoffeln, rebellierten die Sasus mit offen getragenen, üppigen Lockenfrisuren. Schirme galten als unerlässliches Accessoire, blieben aber aus Prinzip auch bei Regen geschlossen. Die jüngeren Sasus, zumeist aus dem Arbeitermilieu, fanden Unterschlupf in den Kellern und Kneipen des Quartier Latin. Sie zeichneten sich durch bohemhaftes Auftreten und betont schlampige Kleidung aus. Allen Sasus gemeinsam war die Vorliebe für Karo in allen Variationen. So bestellten sie sich als geheimes Erkennungszeichen in Restaurants geriebene Karotten. Gemeinsam war ihnen aber auch der Hass, den die deutschen Besatzer und ihre französischen Verbündeten gegen sie hegten. Und der führte zu einer Solidarisierung mit anderen von den Nazis Verfolgten. So begannen manche arische Sasus, eine spezielle Version des Judensterns zu tragen. In der Metro bin ich mit den offiziellen Stellen in Konflikt geraten, weil ich meinen Stern mit der Aufschrift Buddhist trug. Ich bin nämlich in der ersten Klasse eingestiegen. Träger des Judensterns waren jedoch gezwungen, in der letzten Klasse einzusteigen. So wurde Solange de Lipkowski, wie so viele andere Sasus, verhaftet. Als ich am nächsten Morgen wieder heim durfte, hat mich mein Vater sehr getadelt. Er sagte, ich bin in der Résistance, der offiziellen Widerstandsbewegung. Und du hast mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit der Deutschen auf unsere Familie gelenkt. Das ist überaus gefährlich. Als er ein paar Monate später verhaftet, nach Buchenwald deportiert und als Widerstandskämpfer umgebracht wurde, habe ich mich sehr schuldig gefühlt. Überall in Frankreich verschärften sich die Razzien. Auch hier wurde Zwangsrasur praktiziert. Als nicht-jüdischer Jugendlicher einen gelben Fantasiestern zu tragen, wurde zur lebensgefährlichen Mutprobe. Dass ich beschlossen hatte, den gelben Stern zu tragen, war nicht so sehr ein Parteiergreifen für die Juden. Es war meine Art, mich über die immer härteren Maßregelungen durch die Deutschen lustig zu machen. Angehalten mit einem Sasu-Stern wurde der Schüler Jean Vaillon im Juni 1942 mitten in Dijon verhaftet und für mehrere Monate im Straflager von Crépy interniert. Mehr als 60 Jahre später kommt er zum ersten Mal wieder an den Ort seiner Demütigung zurück. Und obwohl er sich an jedes einzelne Detail erinnert, will in dem kleinen Dorf Crépy niemand etwas von einem Gefängnis gewusst haben. Monsieur Vaillon müsse sich wohl geirrt haben. So etwas wie ein SS-Straflager habe es in dem idyllischen Örtchen doch nie gegeben. Jean Vaillon war ein bekennender Sasu, der für seinen höchst individuellen Protest schwer büßen musste. Seine Frau Echelle hingegen war in der offiziellen Widerstandsbewegung, riskierte dafür ihr Leben und betrachtete mit gutmütigem Spott die oberflächlichen Sasus. Dennoch gehörten auch für sie Musik und Tanz untrennbar zum damaligen Lebensgefühl. Wir haben im Büro die Möbel zur Seite geschoben, um zu tanzen. Oder heimlich in der Küche geswingt. Wo immer wir Platz fanden, haben wir getanzt. Das taten wir umso lieber, als da ja die Deutschen waren, die uns daran hindern wollten. Aber es war gefährlich, denn sich den Deutschen entgegenzustellen, konnte immer in einer Katastrophe enden. Dass die Sasu-Bewegung Ende 1944 noch einmal einen Aufschwung nimmt, ist vor allem Boris Vian zu verdanken, der um diese Zeit nach Paris zurückkehrt. In seinen Romanen und Chansons hat der Sänger, Dichter und Bohemien später jene Zeit beschrieben, in der Swingmusik zum Lebenselixier wurde. In einem seiner Sonette schildert er den Überfall faschistischer Jugendlicher auf einen Sasu. Und in seinen zahlreichen Schriften über den Jazz reflektiert der begeisterte Trompeter und Musikkritiker auch jenes geistige Klima, jenes ganz und gar ungesunde Volksempfinden, das die Hatz auf die swingende Jugend erst ermöglicht hat.
Die schnelle Entwicklung des Jazz wird sie unmerklich von der frischen und natürlichen Musik der Paraden und Marschkapellen zu den raffiniertesten Versuchen der derzeitigen Arrangeure führen. Und die Welt der Melodie, der Harmonie und des Rhythmus wird ihnen endgültig eröffnet sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Wilden den Zivilisierten eine Lektion erteilt hätten. Die lässige Eleganz der Franzosen faszinierte den Herzogenburger Schlurf Emil Kickinger. Auch wenn er in der niederösterreichischen Kleinstadt nur ein kleines Häufchen Gleichgesinnter fand, gegrüßt wurde ausschließlich mit Salut. Damals die Südfranzosen, das waren auch junge Burschen, aber die haben schöne lange Haare gehabt, haben Anzüge angehabt und wir sind mit der depperten Uniform, hätten wir um den rumrennen müssen. Jetzt haben wir uns natürlich auch, früher hat das geheißen, geschollen. Wir haben in einer Wohnung gewohnt, meine Großeltern, ich, da habe ich das alle gehört, das ganze Politische als Bursch. Mein Großvater, der war ja ein alter Sozialist, der war sofort gegen die Nazi. Und mein Onkel, der war bei der SA. Der war ein fanatischer Nazi, muss man sagen. Als Lehrling in einer Fabrik, die Werkzeuge herstellte, war Kickinger ständig mit jenem paramilitärischen Drill konfrontiert, der in der Nazizeit Ausbildung hieß. Fast täglich wurde einer der Lehrlinge geschlagen und auch die ausländischen Zwangsarbeiter hatten kein leichtes Leben, was bei Kickinger einen Hass auf alles hervorrief, was Uniform trug. In der Früh antreten, Meldung machen, alles militärisch. Da sind wir renitent geworden. Widersetzlich sind wir geworden gegen das Ganze. Uns hat das nicht gefallen, der Zwang. Also handelte man zwanglos. Das HJ-Heim wurde mittels eines selbst angefertigten Nachschlüssels geplündert und auf dem Bahnhof gelang es dem kleinen Grüppchen rund um Kickinger sogar, einen Rüstungstransport zum Stehen zu bringen. Die Urheber solcher Missetaten waren rasch ausgeforscht und die streitbaren Lehrlinge standen wiederholt tobenden NS-Funktionären gegenüber. Um Schlimmeres zu verhüten, verließ Kickinger seine Heimatstadt und kehrte erst nach dem Krieg zurück. Bis heute arbeitet der Ex-Schlurf seine ganz persönlichen Erinnerungen an eine Jugend unterm Hakenkreuz auf. Er sammelt Fotos, Dokumente und Spottlieder. Einer dieser Texte kann als heimliche Hymne der Schlurfs bezeichnet werden. Ich kenne eine goldene Stadt, die sehr viele Schlurfe hat. Und sie trägt den Namen mit mir. Wer tut, dass sie alle trägt? Die Haare bis in das Genie, in der Pappen an Wurzeln und Schild, sieht man sie zur späten Nacht, denn sie halten für Amerika wahr. Es geht alles vorüber, es geht alles vorweg. Zuerst geht der Hitler und dann die Partei. Es geht alles vorüber, die AJ wird vergehen. Aber der Schlurf, der wird immer und ewig bestehen. Servus! Der Schlurf wurde zur Identifikationsfigur für viele Jugendliche, die dem Regime feindlich gegenüberstanden. Zwei große Persönlichkeiten der österreichischen Literatur haben darüber Zeugnis abgelegt. Die jüdische Autorin Ilse Eichinger, die den Nationalsozialismus in Wien überlebt hatte, beschrieb die Schlurfs voll Sympathie als Vogelfreie, als Jugendliche, die selbst Außenseiter zu uns Outlaws hielten. Und für den jungen Ernst Jandl wird die Begegnung mit einem vom HJ Saulus zum Schlurf Paulus gewandelten Mitschüler zum großen Wendepunkt. Der 14-jährige Jandl erfährt zwei Dinge, die sein Leben und seine künstlerische Karriere prägen sollten. Die Liebe zum Jazz und die Ablehnung jeglicher Art totalitären Denkens. Dann kam der Sommer 39 mit den Ferien, die die Schule auf Distanz rückten. Und als wir wieder in der Kundmanngasse eintrafen, war bereits Krieg. Der mit dem Körper gewiss größte und kräftigste von uns betrat die Klasse in leicht gebeugter Haltung.
Es gebe jetzt Huber an und seine Stimme schien ein wenig höher und dünner als sonst. Junge Männer, die meisten um einiges älter als wir, die nicht zur Schule, sondern zur Lehre gingen, also Arbeiter seien und sich ihr Haar wachsen ließen und es pflegten wie er, überlange Sakkos trügen und lange, weite Hosen und dünne, ganz lange Krawatten. Und keiner von ihnen sei bei der HJ und er gehe auch nicht mehr hin und sie nennten sich Schlurf und hätten Springmesser und Schlagring. Und in HJ-Uniform dürfte sich abends keiner mehr blicken lassen im Prater, sonst würde er gestochen, wie unlängst ein HJ-Führer, der sich uniformiert in ihr Revier gewagt hatte. Der Prater war schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg traditioneller Treffpunkt der proletarischen Jugend. Hier versuchten die Schlurfe, ihre angestammte Vorherrschaft im öffentlichen Raum zu verteidigen. Gegen rivalisierende Gruppen aus ähnlichen Subkulturen, vor allem aber gegen die Mitglieder gleichgeschalteter Jugendorganisationen. Immer wieder kam es zu heftigen Auseinandersetzungen und zu Schlägereien. Zentren der Schlurfs waren insbesondere das sogenannte Tanzrad und das zweite Café, in dem auch Live-Musik geboten wurde. Speziell Ringelspiele erwiesen sich nicht nur im Prater als Attraktionspunkte, weil sie über eine Tonanlage verfügten. Und weil die Betreiber zuweilen bereit waren, eine echte Jazznummer aufzulegen, natürlich nur dann, wenn keine Gefahr durch Nazispitzel drohte. Nicht alle Schlurfs waren so vorsichtig. Manche präsentierten sich und ihr dissidentes Verhalten ganz öffentlich und am helllichten Tag, in Parkanlagen, im Freibad oder auf sonntäglichen Ausflügen in den Wienerwald. Unterwegs in der Straßenbahn haben wir bereits auf der Plattform den Koffergrammophon und am liebsten also den St. Louis Blue gespielt, weil das war die provozierendste Platte damals, wenn der Louis Armstrong zum Schluss also zum Gröhlen begonnen hat. Ja, da sind also die mitfahrenden Parteigenossen in dem Waggon von der Straßenbahn, also dass sie uns nicht gerade gelincht haben. Ja. Mädchen unter den Swing-Fans wurden von den Nazis bevorzugt als willfährige Sexualobjekte dargestellt. Und da der Begriff Schlurf in der Zwischenkriegszeit auch als Synonym für Zuhälter gebraucht wurde, war es nur allzu bequem, das weibliche Pendant, die Schlurfkatz, in die Nähe der Prostitution zu rücken. Ähnliches galt auch für die Diskriminierung jazzbegeisterter Mädchen und Frauen in anderen Ländern. Wie ein Bericht des Reichsjustizministeriums zum Thema Jugendliche Klicken und Banden aus dem Jahre 1943 deutlich macht. Nach dem Tanzverbot wurden Hausfeste veranstaltet, in denen vor allem sexuelle Ausschweifungen vorkamen. So gab es in Frankfurt am Main den Harlem Club, bei dem Hausbälle der übelsten Art an der Tagesordnung standen. Alkoholische Exzesse gaben diesen Festen, bei denen geswingt und gehottet wurde, das Gepräge. Wechselnder Geschlechtsverkehr wurde auch von den jüngsten weiblichen Mitgliedern hingenommen. Schilderungen wie diese sind wohl eher dem Bereich deutsche Märchen und Sagen zuzuordnen. Über die Realität solcher privaten Tanzveranstaltungen sagen sie weniger aus als über die Männerfantasien der selbsternannten Herrenmenschen.
Die Schlurfcoats. Im Lexikon der deutschen Umgangssprache Freundin eines modisch gekleideten, aber wenig gesitteten jungen Mannes. Auffallend auch hier der deutliche Kontrast zur äußerst gesitteten Nazi-Jugend, konkret zum BDM-Outfit. Während im Bund deutscher Mädchen Zöpfe obligat und Schminke verpönt war, trägt der weibliche Schlurf das Haar gewellt, schminkt sich und bevorzugt skandalös kurze Röcke. Viele, zu viele junge Menschen kamen wegen ihrer Swing-Begeisterung mit den braunen Behörden in Konflikt. Auch die Hamburger Kunststudentin Charlotte Heile. In zahlreichen Zeichnungen hat sie ihrer Liebe zum Jazz Ausdruck verliehen. 1942, nach der Lektüre einer besonders perfiden Hasstirade, die in einem mehr oder minder unverhohlenen Aufruf zur Lynchjustiz an dissidenten Jugendlichen gipfelte, griff die damals erst 16-Jährige zu Bleistift, Schere und Klebstoff und schuf eine Collage, die den Zeitungsartikel satirisch konterkarierte. Das subversive Werk wurde zusammengerollt, um es den Freunden zu präsentieren. Die trafen einander hier, im Alster-Pavillon. Heiles Propagandaparodie hatte Folgen. Kurze Zeit später standen Uniformierte vor ihrer Tür, die aber glücklicherweise nichts mehr fanden. Andere hatten weniger Glück. Günther Discher, ebenfalls Stammgast im Alster-Pavillon, musste schwer bezahlen für seine Überzeugung, dass die Freiheit genau dort nicht wohnt, wo der Faschismus sein Quartier nimmt. Discher hatte als Beschaffer ausländischer Jazzplatten eine zentrale Stellung innerhalb der höchst aktiven Hamburger Swing-Szene und geriet deshalb bald ins Fadenkreuz der Behörden. Auch im Krieg war ja Swingmusik Freiheit. Das heißt, das Elend, was um uns herum war mit den Fliegerbomben und mit den Angriffen der alliierten Flugzeuge hier in Hamburg, wenn man dann unter seinesgleichen war und spielte Swingmusik, dann vergaß man das ganze Elend um sich herum. Hamburg war das Zentrum der deutschen Swing-Bewegung. Hunderte Söhne und Töchter vorwiegend bürgerlicher und zumeist anglophiler Familien verweigerten den braunen Machthabern den Gehorsam und zelebrierten die Lust am Widerstand, auch in aller Öffentlichkeit. So wurde etwa die Ankunft zweier Swings inszeniert, die sich, in satirischer Anspielung auf den hohlen Pomp des Regimes, als Reichsstatistenführer bejubeln ließen. Zu den beliebtesten Treffpunkten zählte, neben dem Alster-Pavillon, auch das Curio-Haus, in dem ebenfalls Live-Musik geboten wurde. Genau hier schlug das Regime auch zu. Bereits 1940, ein Jahr vor der großen Verhaftungswelle, die für viele Swing-Kids in den berüchtigten Jugend-KZs endete, wurden hier rund 60 Jugendliche bei einer Party aufgegriffen und tagelang in Vorbeugehaft genommen. Da wurde dann wahnsinnig getanzt und wie gesagt, darauf wurden dann wieder die Personalien der jungen Leute aufgeschrieben. Das war alles der Anfang der Verhaftung der Hamburger Swing-Jugend. Die heutige Hamburger Baubehörde, das einstige Gestapo-Hauptquartier. Günther Discher hat es gründlich kennengelernt. Seufzerbrücke nannten die Häftlinge diesen Gang, durch den man zum täglichen Verhör geführt wurde. Hunger und Schläge bestimmten den Alltag der jugendlichen Häftlinge. Schläge beim Warten aufs Verhör, Schläge, wenn man nicht gleich antwortete und Schläge, wenn die Aussage nicht ins Konzept passte. Ja, ich habe damals gesagt, ich bin nicht in der HJ, weil ich ein freier Mensch sein will. Das hat mir an und für sich die Einweisung in das Konzentrationslager gebracht. Selbst im Jugend-KZ Moringen, wo sie in unterirdischen Stollen schwere Zwangsarbeit verrichten mussten, schworen die Hamburger Swings ihrer Leidenschaft nicht ab. In Arbeitspausen setzte man sich zusammen, benutzte Kartuschen als Schlagzeug und sang dazu A Tisket a Tasket, den St. Louis Blues und den Flatfoot Flugee. Swing ist Trumpf. Wir befinden uns nicht etwa in Afrika, sondern in New York. Auf dieser Tanzkonkurrenz der Nigger werden Urwalderinnerungen als neueste Errungenschaften amerikanischer Zivilisation aufgefrischt.
Der Film rund um die Freiheitsstatue war von den Nazis eigentlich als Abschreckung vor der wilden und degenerierten amerikanischen Unkultur gedacht. Aber unter den Wiener Schloss avancierte der Streifen schnell zum Geheimtipp, konnte man hier doch authentische Aufnahmen aus New York sehen. Swingtanz und Jazzmusik in höchster Vollendung. Und weiße Menschen legen anscheinend Wert darauf, die Nigger noch zu übertrumpfen. Das hier sind Teilnehmer einer Swing-Dauertanzkonkurrenz. Dieser Film hat diese Lebensform gezeigt, die die Schlurf gerne also gesehen hätten oder miterlebt hätten. So hätten sie gern gelebt. Ja. Eine weitere Möglichkeit, die Nazi-Propaganda für eigene Zwecke auszunutzen, ergab sich durch die Ausstellung Entartete Kunst. Dort stand ein SA-Mann mit einem Grammophon, der, ebenfalls zur Abschreckung, amerikanische Platten spielte. Für Günther Schifter und seine Freunde die Möglichkeit, an die begehrte Mangelware zu kommen. Wir sind dann zu ihm hinübergegangen und haben gesagt, eine fürchterliche Musik, was sie da machen, das ist unglaublich. Das hat's gegeben bei uns, nicht? Und solche Musik spielt man noch immer, hat man damals gespielt. Und da haben wir uns in ein Gespräch haben wir uns verwickelt mit den Burschen. Und die beiden anderen, die da herumgestanden sind auch noch, wir waren fünf im Ganzen, der hat in der Zwischenzeit die Platten ausgetauscht, die er spielte. Wir haben ihm hingegeben, idiotische Nazi-Lieder und so weiter. Und der war, da hat er nur mehr eine Platte gehabt, die er spielen konnte. Wir sind aber dann verschwunden. Da hat er uns Samsons nicht mehr erwischen können, bis der draufgekommen ist, dass er keine amerikanischen Horrorplatten mehr hatte, jüdisch verseuchte kapitalistische Jazzmusik nicht mehr spielen konnte, hat er das wahrscheinlich aufgegeben und ist nach Hause gegangen, nicht? Das, was NS-Funktionäre unter Freizeitgestaltung verstanden, kam immer weniger an. Da halfen keine Freut-euch-des-Lebens-Transparente und keine noch so engagierten Präsentationen treu deutscher Lieder und Landler. Ein ständig wachsender Teil der Jugend ließ sich vom martialischen Prunk nicht mehr beeindrucken. Wie der ernüchternde Bericht über einen Abend der Wiener HJ aus dem Jahr 1942 belegt. Die Veranstaltung im Sophiensaal, die sich 2 Stunden Frohsinn betitelte, zeigte einen äußerst bedauerlichen Verlauf. Obwohl die Darbietung der Spielschar sehr erfrischend und natürlich war, blieb der Erfolg äußerst kläglich. Die Schlurfe und ihr weiblicher Anhang verließen schon nach den ersten Programmpunkten den Saal. Volkslieder wurden mit Gelächter aufgenommen und durch dauernden Applaus gestört. Bis zur Pause war der halbe Saal leer. Mehr noch als das provokante Auftreten dieser Jugendlichen, mehr noch als die Jazzmusik irritierte die treudeutschen Zuchtmeister der Swing-Tanz. Der sei ein Generalangriff artfremden Blutes auf die Geistes- und Seelenhaltung der gesamten weißen Rasse, hieß es. Ein rhythmisches Rauschgift im Rassenkampf. Wahnsinn in Noten, Tanz der Idioten, skandierten Hitlerjungen gegen diese schlimmste Entartung, die noch dazu ausgerechnet in Harlem kreiert worden war. Und die gleichgeschaltete Presse warnte unter Schlagzeilen wie »Wir tanzen ins Chaos« in unzähligen Artikeln vor dem Zeitalter tänzerischer Niggerei und Dekadenz. Um dieses Zeitalter endlich zu beenden, gab es eigene Reichsschulungswochen für Gemeinschaftstänze. Und auf einer Sondertagung der Arbeitsgemeinschaft Frohes Schaffen wurde sogar die Einrichtung einer eigenen HJ-Tanzschule in Baden bei Wien gefordert. Doch solche bürokratischen Bemühungen fruchteten wenig. Der Bericht eines HJ-Streifendienstes offenbart das völlige Scheitern des Regimes auf diesem Gebiet. Ein Paar tanzte so, dass man das Tanzen noch einigermaßen normal bezeichnen konnte. Bei manchen konnte man ernsthaft an deren Geisteszustand zweifeln. In Hysterie geratene Neger bei Kriegstänzen sind mit dem zu vergleichen, was sich dort abspielte. Alles sprang wild herum und lallte irgendeinen englischen Refrain mit. Obwohl sich innerhalb weniger Minuten herumgesprochen hatte, dass die Gestapo anwesend war, wurde in tollster Weise weiter geswingt. Vollständig ausrotten konnten die Nazis den Swing-Tanz also nicht, wohl aber weitgehend aus der Öffentlichkeit verdrängen. Die Jugendlichen reagierten darauf, indem sie zunehmend Partys in privatem Rahmen veranstalteten.
zum ersten Mal dieser Überschwang aus Glück und Verzweiflung beim Hören einer Platte von Jimmy Lunsford. Wir lassen die Platte wieder und wieder laufen, immer aufs Neue hin und weg von den Tigersprüngen, die Lunsfords Saxophon vollführt. Wie dynamisch es ab und wieder anschwillt in dieser genauen, leicht überspannten Intonation mit diesen raffiniert gedehnten Synkopen, bei denen einem Schauer über den Rücken rieseln. Dies war der Tag, an dem mein Leben die entscheidende Wendung nahm. Und ich denke, das Leben von uns allen. Josef Skvoretzky beschreibt damit ziemlich genau das Lebensgefühl der tschechischen Jugend während des NS-Protektorats. Nicht nur veränderte die neuartige Musik ihr Leben, sie wurde zum Zeichen aktiven Widerstands gegen die Okkupation. Mit den Potapki entstand die erste Subkultur Tschechiens. Den Wenzelsplatz benannten die aufmüpfigen Jugendlichen um in Trafalgar. Eine Bezeichnung, die heute noch oft im Unwissen über ihre Herkunft verwendet wird. Improvisation wurde damals Mittel zum Überleben. Und da gibt es natürlich eine Freiheit, eine große Freiheit in der Improvisation. Und das war auch ein Protest. Das war ein Protest nicht nur gegen das Regime, aber auch später natürlich gegen das kommunistische Regime oder gegen jedwede strenge Disziplin. Ja. Eines der beliebtesten Kulturzentren Prags war und ist das Luzerna, damals geleitet vom Vater des berühmten Autors, Dissidenten und Präsidenten Václav Havel. Die Potapki von einst erinnern sich gern an die atemberaubenden Jazzkonzerte, die hier stattfanden. Wir haben eigentlich Swing schon vor dem Krieg gespielt. Und während des Krieges, dann war es eigentlich unterdrückt von den Deutschen. Die haben es als eine Negermusik angesehen oder Judenmusik. Ne? Also wenn wir dann Konzerte gehabt haben, wir haben amerikanische Musik meistens gespielt. Aber die Titel haben wir in Tschechisch übersetzt. Mit solchen Tricks schaffte es Havel, für die Jugendlichen die tollsten Swingabende zu veranstalten, trotz der oftmaligen drohenden Anwesenheit der Gestapo. Von den deutschen Musikern haben wir damals gesagt, die spielen rhythmisch lustig, sehr modern. Das war unsere Meinung von den Deutschen. Die haben nämlich so harte Musik. Die konnten nicht so frei spielen, wie es Swing verlangt. Ne? Die tschechischen Jugendlichen swingten in ihrem eigenen Rhythmus, mit einem charakteristischen Tanzschritt, der den Bewegungen von Haubentauchern, auf Tschechisch Potapki, glich. Mit der Zeit wurde es immer schwieriger, überhaupt an Jazzmusik heranzukommen. Nach 1941 konnte man keine amerikanischen Platten hier kaufen. Ja. Man musste es alles vom Rundfunk abhören, privat einspielen. Es gab ein paar von solchen Aufnahmemaschinen. Da haben sie die Platten auf Filmen, auf Röntgenfilmen und Röntgenfolien kopiert. Und die Röntgenfolien bekam man aus den Krankenhäusern, wo es auch Jazzfans gab. Ja, da kriegt man, da hat man eine Folie, einen Film gekriegt mit der Aufnahme von kranken Lungen oder sowas. Und darauf hat man Glenn Miller oder so etwas aufgenommen, aufgespielt. Das musste man mit Bambusnädeln abspielen, denn natürlich mit Metallnädeln wäre die Platte gleich kaputt. Also mit Bambusnädeln ging es und die Bambusnädeln musste man irgendwo von einem Fischer bekommen, von einer alten Bambusstange. Je schlimmer die Zensur griff, je repressiver das geistige Klima wurde, je mehr Verhaftungen es gab, desto rebellischer wurden die Potapki. In einer Zeit, in der man am besten nicht auffiel, fiel ihnen eine besondere Mutprobe ein. Zuerst musste man dafür allerdings die heißgeliebten Plateausohlen durchlöchern. Wer es dann wagte, provokativ blinkend an der Gestapo vorbeizuschlendern, konnte sich des bewundernden Beifalls der anderen Potapki sicher sein. Musik
1942 verständigen sich namhafte NS-Größen darauf, dem Swing- und Schlurf-Unwesen endlich entschieden entgegenzutreten. In einem Brief an Heydrich ordnet Heinrich Himmler drakonische Maßnahmen an, um die jazzbegeisterte Jugend endlich zur Raison zu bringen. Lieber Heydrich, Ausrufungszeichen. Meines Erachtens muss jetzt das ganze Übel radikal ausgerottet werden. Punkt. Alle Rädelsführer, und zwar die männlicher und weiblicher Art, unter den Lehrern diejenigen, die feindlich eingestellt sind und die Swing-Jugend unterstützen, sind in ein Konzentrationslager einzuweisen. Punkt. Dort muss die Jugend zunächst einmal Prügel bekommen und dann in schärfster Form exerziert und zur Arbeit angehalten werden. Punkt. Der Aufenthalt im Lager muss ein längerer, 2 bis 3 Jahre, sein. Punkt. Nur wenn wir brutal durchgreifen, werden wir ein gefährliches Umsichgreifen dieser anglophilen Tendenz in einer Zeit, in der Deutschland um seine Existenz kämpft, vermeiden können. Punkt. Heil Hitler, Ihr Heinrich Himmler. Punkt. Dass auch solche Drohungen wenig fruchteten, beweist ein unfreiwillig komisches Polizeiprotokoll aus dem Folgejahr. Im Sommer sind unbekannte Täter in das HJ-Heim in Wiener Neudorf eingebrochen und haben dort die Schränke umgeworfen, die darin enthaltenen Schriften und Drucksachen verstreut, Bilder des Führers und des Reichsleiters Balduin von Schirach zerrissen und das Fell einer Landsknechttrommel zerschnitten. Der Schaden ist gering. In den letzten Kriegsjahren verschärft sich der Kampf gegen die Schlurfs und Swings. Im Oktober 1944 wird Karl Forstl zusammen mit tausenden anderen Jugendlichen zum Schanzenbau ins Burgenland abkommandiert. Zuvor, bei einem Appell am Wiener Stephansplatz, wird ihm jene Demütigung zuteil, die er später als psychische Vergewaltigung bezeichnen wird. Wir wurden herausgefischt, aufgestellt. Wir waren vielleicht so 10, 12, 15 Leute. Wurden von 2 kräftigen Burschen festgehalten und man hat uns vor den 4.000, 5.000 anderen Jugendlichen mit einer Nagelschere die Haare geschnitten. Ich habe das als die größte Schande und Schmach meines Lebens empfunden. Auch Josef Landgraf kann sich immer weniger mit dem Regime arrangieren. Im Gasthaus der Eltern, heute ein Kiener Restaurant, hört er die Nazis politisieren. Er liest die gleichgeschaltete Presse und vergleicht sie mit dem, was bei den Feindsendern zu hören ist. Und er fasst einen folgenschweren Entschluss. In mir entstand immer mehr und mehr innerlich der Gedanke, wenn man nicht ganz dumm ist, müsste man was unternehmen gegen dieses System, das uns ja zugrunde richten wird, früher oder später. Denn ich habe von Anfang an sicher geahnt oder gewusst, wenn es zu einem Krieg kommt, verliert der Adolf Hitler. Der kann nicht gewinnen gegen die ganze Welt. Das ist völlig unmöglich. Auf seiner Schreibmaschine verfasst Landgraf antifaschistische Flugblätter, die er vervielfältigt und gemeinsam mit einigen Mitverschworenen verteilt. In möglichst sachlichem Stil versucht der junge Widerstandskämpfer, den Wahnsinn Hitlers und des von ihm angezettelten Weltkriegs darzustellen. Er informiert über die Art, wie ausländische Sender über den Kriegsverlauf berichten. Die Flugschriften finden teils Zustimmung, aber es gibt auch jede Menge Denunzianten, die das belastende Material sofort an die Gestapo weitergeben. Die Gestapo war natürlich, das muss man zugeben, nicht dumm. Obwohl das lauter Wiener waren. Das habe ich nachträglich erfahren. Es waren nicht Deutsche. Also die ärgsten Nationalsozialisten waren, muss man sagen, eigentlich die Österreicher. Die wollten zeigen, wie tüchtig sie sind, um den Reichsdeutschen zu imponieren, wie gut sie sind. Und die waren eifriger als die Deutschen selbst. Im Wiener Landesgericht wird Landgraf zum Tod verurteilt. 406 Tage lang, bis zum Ende des Krieges, wartet er auf seine Hinrichtung. Dass man ihn inzwischen begnadigt hat, wird ihm bewusst verschwiegen. Und da war wieder einmal so ein Hinrichtungstag, die Tür geht auf. Landgraf, Sie werden vorgeführt. Ich darf gar nicht viel daran denken, weil sonst sagt mein Sohn, ich reg mich zu viel auf. Ich habe natürlich gedacht, jetzt werde ich hingerichtet. Ich bin vor die Tür gekommen. Ich habe damals nicht gewusst, dass rechts die Guillotine steht. Wo die steht, wusste ich nicht. Und dann sind wir aber links reingegangen.
Und wer steht dort? Meine Mutter. Besuchstag. Im April 1944 müssen sich hier auch vier junge Männer und eine Frau aus Pulkau wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung verantworten. Die Lehrlinge Johann Zahlbrucker, Franz Frischauf, Friedrich Blauensteiner und Ernst Goldsteiner sowie dessen Mutter Anna Goldsteiner. In Pulkau, einem Ort im niederösterreichischen Weinviertel, erinnert nichts an die Verschwörer, die, so die Anklage, im Sommer 1943 eine illegale Jugendgruppe unter der Bezeichnung Ewig treu mein Österreich gegründet hatten, deren Mitglieder sich Schlurfs nannten. Als Tracht beschlossen sie weiße Hosen, Lederhandschuhe, Seidenhemden und lange Haare, den sogenannten Schlurfschnitt, zu tragen. Zweck und Ziel dieser Organisation war die gewaltsame Lostrennung der Alpen- und Donaureichsgaue vom Großdeutschen Reich. Man hat das als Wehrkraftzersetzung angesehen, als Hochverrat angesehen. Und da sie den jungen Burschen eben noch Unterschlupf gewährt hat, hat eben dann dazu geführt, dass sie verhaftet wurde. Die Hilfsarbeiterin Anna Goldsteiner wird zunächst in ihre Heimatgemeinde einvernommen und dann den zuständigen Bezirksbehörden in Znaim überstellt. Von hier aus geht es weiter ins Wiener Landesgericht. Alle Versuche der Familie, sie zu retten, bleiben erfolglos. Letztendlich war es so, dass in erster Instanz von der Gemeindevertretung damals dieses Gnadengesuch abgelehnt wurde. Man wollte vermutlich ein Exempel statuieren und mit der Hinrichtung dieser Frau alle Gegenströmungen eindämmen. Am 17. April 1944 spricht der 5. Senat des Volksgerichtshofes das, was man damals Recht nannte. Die Lehrlinge werden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, Anna Goldsteiner zum Tod. Am 5. Juli wird sie enthauptet, im Namen des Volkes. Rund 2700 österreichische Widerstandskämpfer und Kämpferinnen sind zwischen 1938 und 1945 hingerichtet worden. Am Wiener Zentralfriedhof sind mehrere hundert dieser Opfer der NS-Justiz begraben worden. Und so ist diese Gruppe 40 weit mehr als ein Gräberhain. Sie ist ebenso Gedenkstätte und antifaschistisches Mahnmal. Auch Anna Goldsteiner, an deren Geschichte in ihrer Heimatstadt nichts erinnert und an die sich dort scheinbar niemand erinnern will, wurde hier beerdigt. Im Dezember 1944 wird auch Günter Schifter neuerlich festgenommen, diesmal bei einer privaten Swingparty und landet zum dritten Mal bei der Gestapo. Circa 30 Männer und einige Mädchen sind bei dieser Razzia nicht mehr verhaftet worden. Das war ja gespenstisch, es hat ausgeschaut wie in einem amerikanischen Gangsterfilm. Dann sind wir in einen Autobus verfrachtet worden und sind nach Oberlanzendorf gefahren. Kälte und permanenter Hunger, Schläge, Folter und brutale Morde prägten das Leben in diesem Arbeitserziehungslager südlich von Wien, das in der Monarchie als Krüppelheim gegründet worden war. Zu trauriger Berühmtheit gelangte hier ein Wachkommandant namens Adam Milanovic, den die Häftlinge seiner besonderen Brutalität wegen den Bluthund von Oberlanzendorf nannten. In diesem Trakt waren wir 4 Monate lang. Da ungefähr war der Eingang zur Krankenabteilung. Das war da, der ist jede 10 Minuten einer gestorben. Und hier hat der Milanovic einen schon zusammengebrochenen Gefangenen erschlagen, um nicht zertreten sagen zu müssen, mit dem Fuß auf seinen Kopf. Ich habe den Toten damals gewaschen und habe ihn etikettiert. Während die meisten der mit ihm verhafteten Jugendlichen nach wenigen Wochen freikamen, musste Wiederholungstäter Schifter 4 Monate absitzen. Dass er das Kriegsende überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Denn als die Front von Osten her immer näher rückte, wurden die Häftlinge auf einen Todesmarsch in Richtung Westen geschickt. Nur 170 von 420 überlebten diese Tortur. Auch daran hatte Adam Milanovic seinen Anteil, der dafür nur 6 Jahre ins Gefängnis kam, um danach ein geachteter Bürger von Lanzendorf zu werden. Die Lagerhäftlinge wurden fast ausnahmslos in Mauthausen ermordet. Nur 2 von ihnen erlebten die Befreiung.
In der Nacht zum 2. April ein Riesengeschrei, alles auf den Appellplatz, die sind runtergegangen. Und ich habe dann, wenn ich aus dem Fenster runtergeschaut habe, habe ich gesehen, die waren gefesselt an Händen und Füßen. Und die waren bereitet zu einem Marktfußmarsch nach Mauthausen. Und das ist immerhin 100 Kilometer gewesen, nicht? Und da sind ja nur einige, ist ja nur ein Teil angekommen, natürlich. Die meisten sind auf der Flucht erschossen, wie es geheißen hat. Und ich habe gesehen, circa 40 Meter von mir entfernt war das Tor zur Straße, zur Außenwelt, angeweiht offen. Und es war niemand mehr da. Alles ruhig. Ich habe gesagt, das ist die Möglichkeit, dass ich jetzt rausgehe und einfach verschwinde. Ich bin aus dem Lager rausgekommen, habe natürlich da an ein Fenster geklopft und gesagt, wir haben gesagt, können Sie mir 2 Mark oder sowas borgen? Ich will mit der Bahn nach Wien fahren. Sagt er, da ist keine Bahn mehr. Ich habe gesagt, ich muss zum Volkssturm nach Wien, nach Mödling. Er hat gesagt, dann komm, steig ein. Das war die einzige Antwort, die mir das Leben gerettet hat damals. Was das Kriegsende für Günter Schifter bedeutete, das hat er klar definiert. Die Möglichkeit, endlich wieder seinen geliebten Jazz zu hören. Und das lautstark, am helllichten Tag und bei geöffneten Fenstern. Und an diesem Tag wurde auch wahr, was die Schlurfs seit Jahren in ihren Spottliedern herbeigesehnt hatten. Der Sieg über den Nationalsozialismus kam für viele zu spät. Und viel vom arischen Ungeist spukte noch lange in den Köpfen herum. Auch das Feindbild namens Schlurf. In einer Tageszeitung aus dem Jahr 1945 wird der Schlurf in altbewährter Diktion als Unkraut bezeichnet, das dem österreichischen Lebensbaum wertvolle Säfte absaugt. 3 Jahre später rief der legendäre Wiener Polizeipräsident Josef Hollaubeck die Bevölkerung zu einer Entschlurfungsaktion auf. Auch eine Karikatur aus jener Zeit zeugt von ähnlichem Ungeist. Hoch die Arbeit, so hoch, dass man es gar nicht erklären kann. Und im Übrigen interessiert mich mehr, wo heute der Dulli Jazz spielt und wer der Pokalsieger wird. Was bleibt? Ein Wort, ein Schimpfwort. Noch 1957 warnte die Wiener Rathauskorrespondenz unter dem Titel Der Schlurf und die fesche Katz vor verwahrlosten und kriminellen Individuen. Im selben Jahr wurden junge Menschen verhaftet, weil sie unter der Augartenbrücke zur Musik aus Kofferradios getanzt hatten. Und bis ins Jahr 2006 fand sich im österreichischen Wörterbuch die folgende Definition. Schlurf der, ein langhaariger, auffällig modisch gekleideter, arbeitsscheuer Bursche.